Das Image des Lehrberufs ist im Umbruch und so warten viele offene Lehrstellen auf motivierte Jugendliche, die einen Karriereweg mit echten Perspektiven einschlagen möchten. Um in der Arbeitswelt besser Fuß zu fassen, wurde die Lehrlingsoffensive in St. Michael im Lungau ins Leben gerufen. Ich denke auf mich zurück. Ich war einmal in der vierten Hauptschule, ich habe auch nicht gewusst, was werden sollte. Mir ist empfohlen, man sollte Konditorlehrer oder Fliesenlegerlehrer waren, bin ich komplett was anderes. Und darum glaube ich, sollten die Kinder auch sehen, was heißt es draußen, in einem Betrieb mitzuarbeiten, zu sehen. Und das ist, glaube ich, ist erfolgreich. Die vergangenen zwei Jahre gingen auch an den Schülern nicht spurlos vorüber. Wenn man denkt, bei uns sind diese Tage jetzt zweimal ausgefallen, wo man schon merkt, dass Kinder sich dann melden dort, wo das Interesse ist und dass sie dann am Ende der vierten zumindest schon wissen, was sie ungefähr machen wollen. Und jetzt merkt man am Ende der dritten oder vierten, keine Ahnung, weiß ich nicht und so weiter. Also das ist schon ja, bezeichnend für diese Zeit momentan. Die Arbeit im Gastgewerbe von einst ist mit dem von heute nicht mehr vergleichbar. Es ist halt jeder seine 5 Tage Wochen bei uns im Betrieb. Die Zeiten sind vorbei, wo man 7 Tage in der Woche durchhakeln muss. Und das keinen interessiert, verstehe ich auch. Aber das ist nicht der Fall. Wir hoffen natürlich, Lehrling brauchen wir noch. Nächstes Jahr kriegen wir einen wieder und in Service suchen wir noch. Momentan ist es ein bisschen schwer, dass man einen kriegt, aber man spürt einen leichten Trend, dass eine Nachfrage da ist. Nicht nur der Beruf des Friseurs weckte das Interesse einer Schülerin, sie ging auch mit einem guten Gedanken dorthin. Wie bist du drauf gekommen? Was sind deine Gedanken dahinter gewesen? Ja, dass ich für krebskranke Kinder Perücken machen lasse mit meinen eigenen Haaren. Jetzt hast du gerade die Haare abschneiden lassen. War Friseurin auch ein Wunschberuf von dir? Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ja. Ja, also man kann sich da austoben und probieren, was man halt gern macht. Und es ist nicht nur Wände malen, sondern man kann auch gern was ansprühen und ja. Ja, ich finde es interessant, mit Computer und Geld zu arbeiten. Und es hat mich eigentlich schon immer interessiert. Und kannst du dafür stehen, dass du wirklich, wenn du die Pflichtschule immer hast, wirklich das dann dein Beruf wird? Schon, ja. Warum gerade Gastgewerbe? Warum interessiert dich das? Ja, ich gehe in die Sommerferien auch in der Kindergarten arbeiten. Und da habe ich mir halt gedacht, dass ich vorbei da ein bisschen schauen gehe, dass ich mich dann drei ein bisschen besser dann auskenne. Es gibt viele Gründe, eine Lehre einzuschlagen. Wer eine Lehre macht, wird nicht nur schneller selbstständiger, sondern auch früher unabhängig und verdient sein eigenes Geld. Ich glaube, wir sind es unseren Kindern schuldig. Wo wir sind, ist nicht lernen, um einen Beruf zu lernen. Wer soll später mal Auto reparieren, wer soll später mal Dusch einbauen, wer soll später mal ein Holzstück machen. Ich glaube, wir müssen es machen und das bereitet mir sehr, sehr große Freude. Wir sind im guten Weg und das macht mich auch stolz. Es ist ja früher so gesagt worden, wenn aus dir was werden will, dann musst du studieren. Dem kann ich nicht mehr viel gewinnen. Mit einem Lehrberuf kann man noch viel, viel mehr werden. Und die Entwicklung zeigt, vor 3 Jahren waren noch 3-4%, die einen Lehrberuf machen und jetzt sind schon über 50. Eine solide Ausbildung kann einem niemand mehr nehmen. Und nach der Lehre stehen viele Türen offen.